Seid ihr bereit für die nächste Arena? Für die Arena von Major Bob? Für die Elektro-Arena? Wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Eigentlich im Spiel wissen wir jetzt eigentlich noch gar nicht, dass eine Elektro-Arena ist. So, Sander. Machen wir den Schneider hier. Machen wir den Busch weg. So. Da ist ein Schild. Was steht da drauf? Orania City, Pokémon Arena. Arenaleiter Major Bob. Der blitzschnelle Arenaleiter. Der ist blitzschnell. Hallöchen. Ey, warte, Champion, in Spee, Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter, habe ich gelesen. Er ist ein Experte, steht draußen auf dem Schild. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Okay, war Blue schon hier? Das ist ganz wichtig zu wissen, ne? Bisherige Sieger Blue. Okay, wenn Blue ihn Sieger schaffen, dann locker. Erstmal seine Pokémon. Ach, erstmal, es gibt ja natürlich auch Trainer, ne? Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Ja. Ach du heilige Scheiße. Wie siehst du denn aus? Ey, ich will ja nichts sagen, ne? Ich will ja nichts sagen, aber hey. Wow. Level 30. Ein Pokémon mehr im letzten Part und dann wäre Knuddeluff schon vor der Arena Level 30 gewesen. Nee, ich will nicht wechseln, du. Ich hab. Nee. Das ist halt das Lästige, ne? Wenn wir Attacken mehrmals hintereinander daneben gehen, was ist denn jetzt hier los? Danke. Alter, das ist halt unglaublich. Wieso ist Knuddeluff so gut? Knuddeluff ist mega gut. Was ist denn hier los, ey? Okay. Ein Kurzschluss. Mehr hast du nichts zu sagen? Okay, ich rede. Major Bob hat irgendwo hier Schalter versteckt. Ja? Das hier ist kein Spielplatz. Nee, ich weiß, das ist eine Arena. Bin mir ja bewusst, deswegen. Matrose möchte kämpfen. Er hat einen Pikachu. Natürlich hat ein Matrose Pikachu. Ich meine, hallo. Das andere wäre auch langweilig, ne? Nein, warum tust du dies? Oh, zum Glück triffst du trotzdem. Noch ein Pikachu. Noch ein Pikachu. Es ist ja auch eine Donner-Arena, ne? Ich meine, das wäre auch ein bisschen lame, wenn die hier kein Donner-Pokémon hätten oder Elektro-Pokémon. Wow, du hast mich überrascht. Habe ich das? Mensch, Bob hat die Tür doppelt abgesichert. Ein Tipp, der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Immer. Immer. So, Moment. Ich habe leider nur ein Paraheiler. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Hoffen wir, dass wir nicht paralysiert werden. Mensch, Bob war mein Ausbilder. Da war dein Ausbilder. Dann muss er ja aber richtig in alter Knochen sein. Wenn er dein Ausbilder war, du alter Knochen. Pikachu, was ist los mit euch? Wieso habt ihr alle den Pikachu? Es gibt so viele Elektro-Pokémon. Wieso habt ihr kein Elektek oder so? Das wäre doch was. Och, hör doch auf damit. Jetzt darf ich extra deswegen nochmal raus und reinlaufen in die Arena, um mir Paraheiler zu kaufen. Oh. Oh, danke, das reicht noch. Ich dachte schon wegen Heuler und so. Ihr wisst Bescheid. Stopp, du bist zu gut. Hör auf damit, tu mir nicht weh. Die Tür öffnet sich nicht. Der Edgebomb war immer sehr vorsichtig. Deswegen öffnet sich die Tür nicht. Und deswegen müssen wir jetzt einmal verlassen, wegen diesem alten Knacker. Müssen wir diesen Ort Fefer nochmal verlassen. Tut mir leid, Leute, aber das liegt an diesem alten Knacker. Das liegt da keine Dix für. Zack, weggemacht. Hi. Da bin ich wieder. Da bist du ja wieder. Ja, ich weiß. So. Wir uns noch gleich 6. Mann, ihr verdient euch an mir dumm und dämlich. So, gehen wir noch mal zum Pokémon Center, weil wir haben jetzt alle Trainer da drin besiegt. Eigentlich möchte ich gerne die Arenen immer in einem Rutsch durchrasieren, ne? Eigentlich.
Aber mir fällt gerade ein, wir brauchen für Erika die vierte Pflanze, die Pflanzenarena darin unbedingt kein Feuer-Pokémon. Ich meine, wozu? Wir haben Vogel-Pokémon, wir können doch mit Taubos da spätestens dann durchrasieren hier, Tauboga, ne? So. Gut, dann suchen wir mal den Schalter. Hier ist nichts bloß Abfall. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das Schloss wurde entriegelt. Das Leiterschloss ist wohl ja weg. Das heißt, hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das Schloss wurde entriegelt. Nichts, hier ist nur Abfall. Hey, das Schloss wurde wieder verriegelt. Hey, hier ist nichts bloß Abfall. Das wäre es ja, wenn das so wie nochmal so wäre. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Ja, hier ist auch nichts. Nö. Oh, ich hasse diese Arena, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Nee. Nee. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Kann der Hebel nur über sein. Nee, wie das denn? Ich habe doch hier vorhin alle abgecheckt, dass da nichts. Da war doch nichts. Ja, deswegen sollte sich auch vorher umdrehen. Boah, ich bin verliebt. Ich bin verliebt, hör auf, was weiter anzuquatschen. So, rechts war keins, dann hier. Wollte ich eigentlich verkackeiern? Ich habe da schon alles angesprochen. Leute, was sagt ihr dazu? Hm? Wie findet ihr das so? Ist das eine gute Sache, was ich hier tue? Es ist komplett einfach random. Der erste ist random und der zweite wird dann random einfach daneben irgendwo hin generiert. Das ist richtig toll, ne? Hey, sind wir versteckt. Ich werde ihn betätigen. Und ich werde jetzt hier, ne? Das zweite Schloss war in der Regelwache, so klar. Die Mechanik stört sich geöffnet. Wow! Einfach da. Das war einfach. Zählt einfach nicht, wenn wir da schon abgeguckt haben, ne? Hast du auch einen Schalter drin? Hier ist nichts plus Abfall. Was hast du für eine Lektüre? Und mehr Bücher über Pokémon. Okay, Mage Bob, jetzt mach keine Faxen. Komm her. Hey, Kleiner, wow, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Hey, wir wollen hier nicht mit Pokémon gegen Menschen kämpfen. Das machen wir nicht. Dafür, nee. Nein, Mage Bob. Wollte bei welches Level? 21, okay. Das ist nicht sonderlich mächtig, ne? Mega-Hieb. Gibt X-Tempo. Jetzt rasten die aber völlig aus hier. Die Initiative nimmt zu. Es wird noch schneller gemacht. Aber dazu kommt es jetzt gar nicht. Ein Schlag und es ist dead. Knuddeluff ist ja viel zu mächtig geworden. Pikachu. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein. Natürlich ruckst du lieb, das ist sowieso immer zuerst dran. Das macht ja gar nichts, ne? Knuddeluff. So langsam habe ich Angst vor dir. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst. Alter, Raichu sieht so cool und so bad aus hier. Badass aus hier. Donnerschock! Volltreffer und das war halt nichts, ne? Was züchten wir hier eigentlich für ein Pokémon heran, Leute? Donnerblitz. Wir züchten hier eine Kampfmaschine ran mit Knuddeluff. Ach ja. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Ausland verleiht dir die Donnerorden. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon.
Außerdem können deine Pokémon nun jetzt jederzeit Fliegen ansetzen, wenn sie denn können. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Miko, TM24. Und ich denke mal, das ist deswegen, weil wir jetzt fliegen können. Weil normalerweise sollte man ja irgendwie... Es war ja ursprünglich gedacht bei Pokémon, dass man nicht durch ein Felstunnel extra müsste, sondern direkt hier zur vierten Arena hin kann und nicht erst hier 500 Jahre jetzt, als man Aufzug machen muss. Das ist ja logisch, auch nicht so logisch. Pokémon Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja. Ich gebe dir noch einen Tipp, Junge. Die Elektrizität ist enorm, kraftvoll. Doch sie hat keine Wirkung auf Boden-Pokémon. Wissen wir doch. Major Bob. Puh, ein elektrisierender Kampf, ey. Ja, mein Name steht drauf. Blue Miku. Sehr schön. Yes. Da, so muss das. Wir haben den nächsten Orden. So. Damit können wir jetzt... Moment. VM. 5. Okay. Blitz. Ja. Knuddeluff. Ja, ich weiß. Soll eine andere Attacke zugunsten vom Blitz verlernt werden? Ja, vergessen. Welche Attacke soll vergessen werden? Und zwar macht Geowurf weg. Ja. Blitz ist wichtig. Also was heißt, eigentlich ist es nicht so wichtig. Ich bin auch relativ blind. Also ohne Blitz damals mal in Pokémon Rot durchgelaufen, durch den Felstunnel, ne? So. Dann beginnt jetzt eine lange, erschwerliche Reise mit dem dritten Orden im Gepäck. Sei her. Da. Guckt es euch an. Ist das nicht herzallerliebst zu sehen? Ach ja. Gut, wir wollen wieder zurück nach Azuria City und von da aus holen wir uns also was ab. Wir haben ein Fahrrad. Ein Fahrrad, und mit dem Fahrrad werden wir viel schneller unterwegs sein. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ganz besonders freue ich mich auf diese Fahrrad-Feature. So. So, und da ist unser Smetbo drinnen. In der Pension. So. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Ach ja, brauchen wir ja gar nicht mehr auch so rum, ne? Brauchen wir nicht mehr. Wir können uns den Luxus leisten, uns einfach hier durchzuschneiden. Zack. Bist du der Fahrradladen? Ich glaube, du bist der Fahrradladen, ne, oder? Ja, ich denke, das sieht nach Fahrrad aus. Hallöchen. Oh, das ist ein Radcoupon. Oh, okay, er gehört dir. Miku tauscht das Radcoupon gegen das Fahrrad. Gut. Und man darf natürlich vergessen, ich glaube, ich konnte mal auf Select legen, ne? Warte, Moment. Fahrrad. Nee, Select war... Das Rad war nicht verboten. Kann man es nicht irgendwie auf Select... Konnte man es nicht auf Select legen? Nee, man muss das aber auswählen. Dille. Oh, das sieht so süß aus. So niedlich, oder? Guck mal, wie er Fahrrad fährt, Alter. Hui. Das sieht voll niedlich aus, finde ich. Na gut. Ich will mal kurz auf Select legen und dann konnte man einfach fahren. Oder? Fahrrad? Nee. Oder warte mal. Nee, so können wir tauschen. Ja, stimmt, es war so. Okay, wir müssen jetzt hier von hier aus... Denn ich werde einmal kurz hier mal zum Pokémon Center fahren. Und dann werden wir uns von hier aus nach rechts begeben. Einmal bitte heilen. Und sobald wir im Felstunnel sind, werde ich auch Shillock nach vorne tun. Dim 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 dim. Ich fahre einmal unten lang. Moment, kann man auch hüpfen? Yes! So. Zumindest merkt sich das Menü, wo ich als letztes drauf war.
Muss auch nicht jedes Mal zum Fahrrad oder zum Zerschneider wieder hin. So. Zerschleimen wir uns hier mal durch. Und dann wird gekämpft, nicht wahr? Ja. Du trägst Pokémon mit dir? Lass uns kämpfen! Ja! Wir haben noch nie gekämpft hier im Spiel, glaube ich. Oh Gottes Willen, Alter. Ja, ich wusste es. Guck mal, die haben direkt Pflanzen-Pokémon hier. Man darf halt nicht. Man muss halt vorsichtig sein. Ja. Was ist denn jetzt los? Wieso triffst du jetzt nicht, Knuddeluff? Ich will eigentlich zu Tauboga wechseln, weil macht mehr Sinn gegen Pflanze, aber die Sache ist die, mit einem Kampf will ich halt nicht wechseln, weil sonst haben die Gegner einen Gratis-Hit geschenkt, ne? Und Knuddeluff hat eigentlich viel zu viel, ist schon über Level 30, irgendwann reicht es aber auch, oder? Was sagt ihr? Ich denke schon, ne? Alter, willst du mich vernatzen? Versucht es mich einzuschläfern. Nee, bleib drinne. Solltest mal langsam eine bessere Windattacke machen, Flugattacke oder so. Wirklich, Stachelspore. Yes. Das ist die Sache, die ich sehen will. Eine Stachelspore. Nee, bleib drin. Nee. Das kannst du. Du schaffst das schon. Oh Gott, das wird. Sowas liebe ich, ne? Ich bin ein richtiger Fan. Da bin ich ein richtiger Fan von. Dank. Wow. Das ist nett. Du hast gewonnen. Hast du noch was zu sagen? Du benötigst eine Lichtquelle, um den Tunnel zu durchqueren. Ja. Paar Heiler. Tabuga. So, Moment. Knuddeluff, du brauchst eine Auszeit. Ich kriege langsam Angst vor dir. Oh, da liegt das, da liegt was. TM30. Und ich weiß nicht, was das ist. Ist das nicht super? Teleport. Nein. Komm. Normalerweise schmeißt man die einfach irgendwas einfach ins Gebüsch hier um die Ecke, ne? Aber hey, wir machen mal eine Ausnahme. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Oh, das war so ein Bergsteiger und ich habe keine. Oh, ich hätte es wissen müssen. Egal. Komm, Kruxokieb. Ich muss was gucken. Macht Wirbelwind Schaden? Ich glaube nicht, ne? Nee, blieb unversehrt. Man kann es mal. Wirbelwind ist die Attacke zum Wegfegen, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, also ich. Tauboga kassiert da gerade richtig, ne? Ein Onix. Gut. Ja. Schillock wartet schon. Das ist 23 erst, ne? Schillock wartet schon. Damals hatte ich hier schon längst einen Klurak. Aquaknarre. Wirklich, ein Steinwurf. Muss das. Danke. Level 24 für Schlock. Schlock versucht Biss zu erlernen. Aber Schlock kann nicht mehr 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zur Kunst von Biss vergessen werden? Ja. Welche denn zum Beispiel? Rutenschlag. 1, 2 und schwupp. Und es hat Biss erlernt. Gut so. Was ist da denn gerade losgegangen? Hast du das gehört? Als wenn der Kampf normal gestartet ist. Muss ich jetzt Angst haben? Nee, das Spiel jetzt der Glitch ist oder so.
Felstunnel. Du siehst mir nach einem Camper aus. Ich bleib mit Tauburger vorne. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Pfadfinder. Fukano. Ja, man kann sich auch mal irren, oder? Komm. Schillock, komm. Biss. Aua. Und Aquaknarre. Dass das nicht reicht, ne? Dass das einfach nicht reicht. Ich versteh's halt nicht. Klar, ich bin halt nicht stark. Schillock ist nicht der stärkste, ne? Schillock ist nicht der stärkste Pokémon hier. Oh komm, wieso kriegt Schillock so wenig Erfahrungspunkte? Was ist denn hier los? So wenig einfach die ganze Zeit. Kein Wunder, dass es nicht gut genug levelt. Er will halt nicht stärker werden. War es nicht so, dass geschenkte Pokémon viel schneller leveln? Und Schillock ist geschenkt quasi. Eigentlich müssten die Starter viel schneller leveln. Eigentlich. Schnell und präzise besiegt. Genau. Okay, geh einfach weiter. Okay. Ich weiß nicht. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokons zu pflegen. Achso, du bist so einer. Okay, ein Käfersammler. Ein Käfersammler. Bibor. Auch nice. Ach, was wisst ihr, was ich mir wünschen würde? Mal eine Arena, ein Top-4-Mitglied mit Käfer. Aber so wirklich starkes Top-4-Mitglied mit starken Käfern. So Scaraborn, so Kampfkäfer und dann haut er einfach, zockt, top da alles einfach. Das wäre halt schon was Cooles. Weil bis jetzt sind die Käfer ganz. Weil es lohnt sich einfach nicht in Pokémon mit Käfer-Pokémon zu. Ein Käfer-Pokémon ins Team zu nehmen, weil die alle schwach sind. Also relativ, also zumindest in der ersten Gen sind die halt alle schwach. Also es gibt nicht viele Käfer und das ist halt. Ja, Sichlor ist halt nice, aber Sichlor ist halt aber auch erst ab der zweiten Gen wenigstens zu etwas zu gebrauchen, ne? Mit hier halt mit Xerox, ne? Ja, das ist wieder die Erfahrung für Tauburger, ne? Der Käfersammler. Was? Das war nicht die reinste, das war die reinste Zeitverschwendung. Gibt's hier irgendwie was Besonderes? Ich glaube da unten. Ja, warte, ich will zum Busch da unten, der ist sehr verdächtig. Sandern haben wir schon. Ich will kein Sandern mehr. Ein Elder! Ja, der Busch war es verdächtig, komm. Und sonst war es das, ne? Ja. War hier unten noch was? Ich weiß es nicht. Bin der Meinung, liegt noch ein Item oder so. Ha, wie wäre das mit einem Kampf? Bist du auch ein Bergwanderer mit einem Vulkano Wassermittel? Ein kleiner Stein, okay. Schillock muss ja auch gelevelt werden. Ich will endlich einen Turtok haben. Leute, ganz ehrlich, ich will wirklich einen Turtok haben. Ja, ich liebe es. Boah, wieso kann das Finale einsetzen? Onyx, wir bleiben drin. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gönnen uns einfach eine Top-Genesung. Hier bitte schön, Schillock. Das hast du für dir verdient. Kreideschrei. Okay, Aquaknarre. Da hat sich der Voltoball einfach selbst geopfert. Für nichts. Das war gute Erfahrung. Ja. Haha, ein fairer Kampf. Fandst du? Ich finde, hier liegt, sollte noch was liegen. Da liegt einfach gar nichts. Naja. Oh, hi. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Ist das hier Fertania Wald 2.0 oder was ist hier los? Wirklich? Ist das dein Ernst?
Ich meine, wenn ich mal einen Feuerstarter genommen hätte, eine Klumanda, ne? Dann würde ich hier gut durchmachen. Da hätte ich ja kein Problem mit. Kein Kicker gegen alle Käfer wegzumachen. Einfach Feuer, ne? Mit Feuer-Pokémon kommt man halt gut durch, finde ich, das Spiel. Aber mit einem Wasserstarter ist das halt schon ein bisschen herausfordernder, finde ich. Weil normalerweise, ja. Ich hätte jetzt schon längst einen Glurak, ne? Blutzug! Stimmt, das gab's ja auch noch. Gab's ja auch noch. Blutzug. Oh, es hält sogar einiges aus. Na klar, ich mache auch nur Windstoß, ne? Aber einen Tabogam will ich ja eh holen. Und für die nächste Arena brauchen wir eh ein Flug-Pokémon oder ein Feuer-Pokémon. Meine Käfer-Pokémon. Nein. Wer keinen Käfer mag, den mag ich auch nicht. Hi. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Du gehst nicht, du standest da die ganze Zeit. Erzähl mir doch nicht hier eine Lügengeschichte. Oh Gott, 4 Pokémon. Bis wir Tutok brauchen, vergeht noch ein bisschen die Zeit, ne? Bist du, ich glaube, das ist der 7. Arena-Leiter. Der 7. Arena-Leiter ist Feuer. Und bis dahin, das dauert noch. Erstmal den 4. machen. Ja, ich glaube, zu dick, da können wir wechseln. Komm, Schillock. Da habe ich keine Skrupel. Aquaknarre. Och nein, muss das so? Macht zum Glück nicht viel Schaden. Aber Schaufler kann schon nervig sein. Okay. Oh, das erinnert mich gerade, wenn ich das Schaufler sehe. Das erinnert mich gerade an die Zeit damals, wo ich wirklich mit dem Linkkabel gegen Geschwister und Freunde Pokémon Rot und Blau gegeneinander gekämpft habe. Da haben wir uns gegenseitig mit Schaufler und Wickelattacken genervt. Im Flug und Fliegen und so weiter. Ach, gute Zeit, gute Zeit. Heutzutage kennt das keiner mehr. Keiner spielt mehr irgendwie die erste Generation oder die zweite gegen andere Leute. Das macht keiner mehr. Deswegen hoffe ich mehr, dass wir mal bei Nintendo Switch Online, dass wir da mal die Pokémon-Spiele bekommen. Oder mal oder wie schon immer wieder gesagt, ich sag's immer wieder, ich sag's auch damals in Splatoon in dem Multiplayer auch immer wieder. Es wird einfach mal langsam Zeit, dass wir, mit dir habe ich mich übernommen, dass wir eine Pokémon-Collection auf der Switch bekommen. Möchtest du auch durch den Felstunnel benutzen? Was? Ist das was Besonderes? Ich fahr mal kurz durch. Dann halt nicht. Ich will nichts. Du siehst mir nach einem Gesteinstrainer aus. Wir gehen jetzt nur kurz, wir werden jetzt nur bis zum Felstunnel fahren. Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. Oh ja. Ich kleiner Rabauke, ich, ey. Na gut. Felstunnel werden wir im nächsten Part anfangen. Ich kann es zwar nicht versprechen, aber den durchziehen, weil der doch relativ lang ist und viele Trainerkämpfe kommen. Aber mal sehen, ne? Ich glaube, hier sollte ich Biss mal einsetzen. Gibt es den Unlicht-Typ schon? Ich glaube, in der ersten Gen nicht, ne? Nur normal. Nee, wechsel nicht. Für den Kleinstein wechsle ich jetzt nicht. Aquaknarre. Aquaknarre ist stärker als Blubber, oder? Ich glaube schon. Nicht, dass ich mich mal verscherzt habe. Verschätzt habe. Verscherzt auch. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Kinder sollten kleine Rabauken sein. Was? Kinder sollten kleine Rabauken sein. Warum? Hä? Sind dumm?
Haha, Kinder sollten kleine Rabauken sein. So der Grenzdebil oder so? Warum sollten Kinder... Ach nee, das ist hier... hier tue ich Tauboga nach vorne. Das ist 100% eine Camperin oder so. Hi. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Trau dich ruhig. Komm ruhig her. Komm, mach. Zeig mir, was du hast. Zeig. Ja, ist eine Camperin. Mit einem Knuffenser oder so? Nee, Mauzi. Tauboga. Weißt Bescheid. Ruckzuckieb. Alter, was? Das ist wirklich eine Menge gewesen. Ich dachte, Ruckzuckieb macht einen festen Schaden. Und hat eigentlich keine... Und selbst bei Crit würde es immer einen festen Schadenswert machen, bei 40 oder so. Das hat zu viel des Guten. Du hast sehr viel Talent. Viel Glück auf deinem weiteren Weg. Danke. Ja, hier gibt es auch noch was zu holen, aber wir werden hier später nochmal zurückkommen müssen. Dementsprechend können wir es uns jetzt eigentlich jetzt sparen. Wir werden hier noch die Gegner machen, bevor wir ins Pokémon Center gehen. Und das werde ich jetzt nicht im nächsten Part, machen. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Deswegen steht da auch nur Blue und Miku XC an den Tafeln. Kein anderer. Pikachu. Ach, Mann. Hätte ja gut laufen können, ne? Wirklich, Heuler. Okay, Mega-Hieb. Och nein, wieso? Und noch mehr Heuler. Und noch ein paar Paralyse und immer Ruckzuck-Hieb. Jetzt komm, ey, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Komm, töte es mit einem Schlag, please. Zerstampf diese Maus. Holy shit. Pipi. Ja, ich muss das Pokémon wechseln. Du kannst halt nichts. Ja, Paralyse, Heuler, alles doof. Ich weiß nicht, ob ich Biss oder Aquaknarre einsetzen soll. Komm, Aquaknarre. Müsst ihr auch noch immer noch einen Step-Move, müsst ihr immer noch Step-Schaden in irgendeiner Form machen. Ey, will die ist die alle einschiffen wollen. Bis jetzt ist das noch zum Glück noch nicht passiert. Aber früher oder später wird das passieren. Und dann wird es mein Untergang sein. Ja. So viel Glück auf einmal kann das verkrafte ich nicht. Nein, nicht schon wieder. Ich habe einige Pokémonies in dieser Gegend gesehen. Ja. Da sind die, ne? Hi. Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Pokédollar bekommen. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Ihr Element macht manche Pokémon andere gegenüber als stärker bzw. schwächer. Gut, wissen wir Bescheid? Einmal zum Pokémon Center. Alter Mann, danke für diese nützliche Information. So, jetzt nach 3 Orden. Ich denke mal, da sollte man das schon etwas wissen, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. So, irgendwie machen wir immer 33 Minuten hier bei dem Projekt. Keine Ahnung, irgendwie kommen wir immer auf diese gute Zahl. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.